Gut, ihr lieben Makerlein. Wer auf Discord das ganze Geschehen aktuell um den Voron verfolgt hat, wird im Channel bei uns eine Nachricht gesehen haben von mir, so rum gehört das richtig, genau, dass der i3 die Kabelketten fertig gedruckt hat. Und das nicht einfach nur so, sondern relativ knapp. Da guckt nochmal oben so ein kleines Stück an Filament von der Rolle raus. Also es hat wirklich bis auf den letzten Millimeter gepasst. Oder bis auf den letzten Zentimeter. War also ganz gut. Die großen sind schon seit gestern fertig. Das bedeutet, dass wir die eigentlich hätten schon gestern zusammenbauen können. Die sind gestern Abend fertig geworden, deswegen nicht ganz so toll. Ihr seht schon, das ganze Kästchen hier ist voll. Und ich würde sagen, wir fackeln nicht lange rum, sondern ich suche mir jetzt einfach mal hier so eine Seite raus, baue mal den Kabelstrang so ein bisschen zusammen. Ich baue die Kamera gleich um, dass ihr das auch mitsehen könnt. Und dann bauen wir das ganze Teil mal einfach so zusammen, wie es sich gehört. Die andere Kamera steht. Und jetzt baue ich erstmal hier sozusagen die Kabel zusammen. Das sieht dann so ungefähr aus. Es ist nicht ganz stabil, muss man echt sagen. Also von alleine halten würde das nicht, sondern nur im Verbund mit, Kabelbindern. Das ist auch gleich der Knackpunkt. Brauchen tun wir davon, lass mich überlegen, 5 von denen hier und 6 von denen hier. Blub. Das sind jetzt 1, 2, 3. 3. Nee. 1, 2, 3. So war es richtig, genau. Also, woher ich jetzt weiß, ich habe mal noch mal ein bisschen genauer in die Anleitung geguckt und in der Anleitung steht natürlich dann unten bei der Verkabelung entsprechend ein Hinweis darauf, wie viel man genau davon braucht. Und daran habe ich mich einfach gehalten. Das ist also jetzt auch speziell für den 250er, den ich hier zusammenbaue. Steht da so eine Info drin. Jetzt mal gucken. 1, 2, 3, 4. Das ist der 5. Und das 6. Element. Oh, da hinten höre ich gerade, ist glaube ich der Mini fertig geworden, wenn ich es richtig interpretiere. Ja, ist er. Die nächste Box ist fertig. Das ist gut. Ah, nee, das Ding ist verkehrt rum. So. So muss das. Ich ziehe das mal nochmal gerade hier. So. Und dann habe ich natürlich hier schon in weiser Voraussicht, ohne euch das vor Kamera zu zeigen, ein bisschen schon mal was vorgearbeitet. Das ist jetzt der Kabelstrang an sich, der später oben rausguckt. Den habe ich auch schon mal gekrimmt. Das habe ich zum Glück nicht vor der Kamera gemacht, sonst hättet ihr meinen Wutanfall mitbekommen, weil, ja, Krimpen ist so eine Sache für sich zum einen und zum anderen, wenn man so blöd ist wie ich, den falschen Stecker drauf zu machen, dann kann das auch nicht funktionieren. Aber gut, es hat funktioniert letzten Endes. Ihr seht, ich habe auch jetzt hier den Fehler gemacht und habe da einen anderen Stecker drauf als da, aber das ist halt nicht tragisch, weil dann kommen hier halt die Gegenstücke drauf und da halt die anderen Gegenstücke drauf. Ist kein Beinbruch, ist nicht schön, ist ein kleines Detail, aber das funktioniert trotzdem. Wichtig ist nur, dass die Verbindung funktioniert und die Verbindung hält. So, und jetzt, das geht schon wieder auseinander. Super. Das ist echt eine Frickelarbeit. Wobei, ich mach mal was anderes. Wir machen mal was anderes. Ich gehe mal hin. Ich klemme jetzt das mal da so drauf, beziehungsweise ich hole erstmal das große Stück hier, hole mal die Kabelbinder. Und dann machen wir das doch mal so, dass ich erstmal die Dinger da zusammen mache, die langen. Hier mal die Packung aufmachen. So. Und das müssten ja hoffentlich dann eigentlich die richtigen Kabelbinder sein, ja. So. Da ist jemand aus dem Discord, aus dem Ton raus. So, ich mache das jetzt mal so, dass ich die Kabel mal hier reinlege und einfach mal das Teil dann hier versuche, da so oben reinzufädeln. Yep. Na, gehst du durch? Yep, geht durch. Sehr schön. Das ist natürlich nicht die schöne Premium-Variante, aber es funktioniert und es hält.
Und es erfüllt seinen Zweck. So. Jetzt hoffe ich, habe ich den Kabelbinder nicht zu straff da gemacht. Wenn nicht, müssen wir wieder rausnehmen. Nein, geht. Super. Sitz passt, wackelt und hat Luft. Das freut mich. So. Dann kommt als nächstes mal noch hier oben einer hin. Wie rum, larum, Löffelstiel. Nur schon mal, dass man den Anfang und das Ende schon mal zusammen fixiert hat. Die Kabel flutschen natürlich zwischendrin immer wieder mal raus. Das finde ich ein bisschen nervig. Aber es hat Cable Chain Gefricke. Das ist überall das gleiche, bei jedem Drucker das gleiche nervige Zeugs. Das ist halt leider so. Na, da oben muss es durch. Ich werde mit Sicherheit auch nachher noch merken, ob ich das an der richtigen Stelle gemacht habe oder ob es noch ein bisschen optimierter geht. Nee, aber hält. Das sieht doch schon mal sehr, sehr, sehr schön aus. Man sieht, es kann sich noch relativ frei drin bewegen. Das heißt, wir haben noch genug Spiel drin. Und jetzt können wir anfangen, quasi wirklich Element für Element. Nein, andersrum. Ich vermute andersrum. Ich weiß, es gibt mit Sicherheit einen einfacheren Weg dafür, um das zu machen. Und ich werde jetzt einfach mal den Zeitraffer einblenden, weil das ist ein ziemlicher Gefricke. Und damit ihr das nicht komplett mitgucken müsst, lasse ich zwar die Kamera laufen, aber na, da hält's. Ich werde das Ganze im Zeitraffer laufen lassen, dass ihr nicht das komplette Gefrickel mitkriegen müsst. Also bis gleich. Ja, und da hat die Kamera irgendwann zwischendrin einfach aufgegeben. aber ihr habt nicht viel verpasst. Ich habe mich hier ein bisschen durchgeknöffelt. Im Prinzip ist das eine recht stabile Kabelkette, eine schöne Kabelkette an sich. Es gibt natürlich definitiv nur welche, die sind mehr Premium. Das hier bewegt sich zum Teil noch ein bisschen, wenn man das mal so... Klar, Kabelkette bewegt sich, natürlich. Aber hier zum Beispiel mal diese Verbindungspunkte, diese Punkte, an denen es aufeinander sitzt, das kann nicht so rutschen, ja, weil das halt entsprechend Male und Female oder Männlein und Weiblein Konnektoren sind, die also nicht in der Horizontalen rutschen können, sondern nur in der, wie soll ich sagen, nur nicht in der X-Achse, aber in der Y-Achse. Ja. Das sieht man auch ein bisschen, wenn die Kabelkette sich bewegt. Ich packe euch gleich nochmal ein paar Nahaufnahmen rein. Und das Ganze wird letzten Endes mit diesem Connector halt entsprechend unten am Druckbett. Hier ist ein Loch drin, da kommt hier unten eine M5-Schraube, die kommt ins Bett, nicht ins Druckbett, in den Rahmen. Und die wird dann hier quasi mit zwei Schrauben und zwei Muttern wird das Ganze dann entsprechend im Rahmen befestigt. Und dann steht das ganze Teil halt so entsprechend rum. Kann halt ganz ausfahren oder aber auch mit runterfahren. Reicht vollkommen aus. Ist eine schöne Lösung, ist eine günstige Lösung. Die Premium-Variante, wisst ihr ja alle, ist die von Igus, wird auch von dem Voron-Team im Sourcing-Guide erwähnt und ist definitiv nicht außer Acht zu lassen. Werde ich vielleicht auch mal bestellen und nachrüsten, weiß ich noch nicht ganz genau. Kosten halt auch ein bisschen was. Genau, oben an der Z-Achse bzw. an der Gantry wird das Ganze dann mit diesen Teilen befestigt. Und wie wir das Ganze befestigen, schauen wir uns morgen an.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis dahin. Wir sehen uns morgen. Lasst ein Abo da. Happy Printing!